Hallo Menschen, und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück zu Dead Space. In der letzten Aufnahmesession haben wir einiges erreicht. Was genau, weiß ich nicht mehr. Also da müsste ich erstmal selber meine eigenen Folgen angucken. Auf jeden Fall machen wir weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich hier an diesem Speicherort in Kapitel 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, 6 Lebensenergiebalken und wir haben noch etwas Stasi übrig. Mal in den Shop schauen. Kann ich eigentlich wieder zurück in die anderen Gebiete? Ich glaube nicht. Die Knoten 10.000. Ja, wollte ich mir den kaufen oder? Ja doch, komm, kaufe ich mir einfach mal. Bisschen Geld ausgeben. So, schauen wir doch mal. Tabulator war Inventar. Ja. 50, 75 Schuss. Okay, wir haben Heilung. Was war das? Groß, Duftkanister klein, klein. Plasma, Stasi-Pack. Okay. Maschinenbereich stimmt. Mal gucken. Oh. Dort hinten müssen wir allzu lang. Huch. Ja, definitiv, hier müssen wir hin. Eintritt Vakuum. Oh, okay, wir haben jetzt etwas mehr Luft. Eintritt Schwerelosigkeit. Luftkanister heben wir mal auf, aber ich glaube. So. Ja, wie war denn das? So, genau, Rechtsklick und STRG. Ei. So. Boah, ich komme vor wie in einer OP. Der Schwerelosigkeit. Bin ich jetzt richtig? Oder gehe ich wieder zurück? Ende des Vakuums. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Bin gespannt, wohin das führt. Boah, dieser Lärm gerade. Ist das jetzt hier ein gutes Ohm oder ein schlechtes Ohm? Kann ich den? Nein, ich kann nicht eine überbraten. Ganz ehrlich, bis jetzt habe ich mich jetzt nicht wirklich erschreckt die ganze Zeit. Entweder Dead Space ist wirklich nicht so schlimm oder ich bin oder durch Outlast habe ich schon das Schlimmste gespielt, um es mal so auszudrücken. Hier geht's lang. Okay, dann gehe ich erstmal hier lang. Was haben wir hier? Energieknoten nehme ich doch gerne mit. Nochmal Impulsding. Was denn? Okay, ich kann nichts kaputt treten. Textlock. Nehme ich gleich mal auf. Erstmal gucken. So.
Ja, super. Technisches Logbuch, Denver C, QMED, betreff organische, was? Wucherung im Maschinendeck Update. Die nicht identifizierte Wucherung, die bereits in anderen Teilen des Schiffs zu sehen war, hat jetzt auch das Maschinendeck erreicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was für ein Zeug das ist. Es sieht jedenfalls aus, als hätte jemand seine Innereien über die Wände verteilt, aber es verbreitet sich schneller, als wir es entfernen können. Was eine ganz schön eklige Drecksarbeit ist. Die Wucherung ist bereits in den Maschinenkranz vorgedrungen und wenn wir keine Möglichkeit finden, sie zu stoppen, wird sie spätestens übermorgen die Hauptkammer erreicht haben. Ich hoffe, die Docks arbeiten an einer Lösung. Ich selbst kann da nicht viel machen. Ich glaube, wir haben ja gerade die Wucherung gesehen. Oh, Credits nehme ich gerne mit. Plasma-Muni nehme ich gerne mit. Keine böse Überraschung. Muss überlegen, wie konnte ich nochmal Stars einsetzen? Ich glaube Rechtsklick und STLG. Okay, dann gehe ich mal hier rein. Audiolog. Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich kriege ihn nicht gestartet und bei dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Ja, hier ist es wirklich nicht sicher. Das haben wir schon bemerkt. Inventar ist voll. Okay. Das ist meine Energie. War das wirklich jetzt alles hier? Das war anscheinend wirklich alles. Dass da mittlerweile kein Monster kommt und mich böse überrascht, das verwundert mich. Je. Oder dass ein Monster hiervon rausspringt. Aber hier, oder? Medipack klein. Kann ich nicht, warum? Ach so, Inventar voll, ne? Ja. Ich brauche dringend einen neuen Anzug. Ih, das sieht so widerlich aus. Nachladen. Kumpel, alles in Ordnung? Wrestling, wie ist, Junge? So, was haben wir hier drin? Hier drin haben wir Impulsding. Ach, okay, ich habe schon volle Muni. Was heißt volle Muni? Ach, komm. Also volles Magazin für den einen Schuss. Okay, dann geht's jetzt hier runter. Was? Achtung, automatische Anlagen. Okay. Ach, da kommt das Geräusch her. So, allzu laut darf ich jetzt aber auch nicht reden. Stasepack, okay. Weil wir haben schon recht spät und ich sollte eigentlich auch leise sein. Du kleine Drecksau. Stasestation einmal vollfüllen. Gibt es hier sonst nichts mehr? Nein. Ach stimmt. Boah, also es ist wirklich lang her, dass ich jetzt hier Dead Space, ich glaube schon 3 Wochen. Oder 4 Wochen. Oh, ja. Dafür verschwende ich meinen Knoten.
Weil das habe ich nämlich im Krankenflügel halt nicht gemacht. Credits, Plasma Energie. Impuls, Plasma, Medipack. Boah, Ripperkling. Dazu müsste ich aber erstmal so einen Shop wieder finden. Halt. Ich habe auch. Moment, Luftkanister, Luftkanister, Medipack. Einmal benutzen. Dann halt nicht. Aber kleines Medipack kann ich ja mitnehmen. Dafür nehme ich die Ripperklingen mit und das mittlere Medipack.